Hallihallöchen und willkommen zurück zu Tears of the Kingdom. Unser Ziel ist da hinten der Turm, damit wir das Gebiet hier aufgedeckt bekommen, um uns um die Sora zu kümmern, die hier ein bisschen Probleme mit dem ganzen Schlamm haben. Aber ein Step nach dem anderen, wie gesagt, erstmal Türmchen, Karte aufdecken. Uiuiui. Und dann weiter gucken. Keine dreckigen Füße, danke. Ich bin auch sehr gespannt, was dann das Problem beim Vulkan sein wird, ne? Das wird auch noch cool. Und in der Wüste. Das sieht schon so cool aus, ne? Von hier oben. Ich liebe das, wenn man in diesem Spiel weit oben ist und einen richtig guten Überblick über das ganze Gebiet bekommt. Das ist schon nice. So, okay. Step für Step weiter. Ich würde mal sagen, das da ist unser neues Ziel. Die Plattform hier. Und da müssen wir wahrscheinlich am Ende so ein bisschen kraxeln. Na, vielleicht schaffen wir es auch ein bisschen höher. Oder auch nicht. Bis Tulin wieder aufgeladen ist, dauert es noch einen Meter. Na, oder? Können wir dann da nochmal hochklettern? Gib Gummi. Ja, das könnte echt funktionieren. Sehr schön. Okay. Ich laufe hier oben mal so weit wie möglich, dass wir so schön hier noch entspannt zu Fuß ein bisschen vorankommen. Und dann fliegen wir gleich wieder ein Stückchen. Piano, piano, ganz entspannt, Schritt für Schritt hier rüber. Wahrscheinlich müssen wir da auch wieder irgendeine Aufgabe lösen. Oh, da unten ist ein Schild. Okay, um dich kümmern wir uns aber am besten jetzt. Also, das kümmere ich mich nämlich gar nicht um dich. Ich hätte schon eine Idee. Ja, jetzt kommen wieder Profi-Bastler hier, ne? Passen Sie auf. Oh, entschuldigen Sie, bitte. Viermals. Wir das jetzt so dahinstellen, ja? Ich hoffe, das bleibt erstmal stehen. Dann. Ja, du denkst dir jetzt auch, was macht der Idiot da wieder? Nee, das war. Doch, wir müssen erstmal so drehen, damit ich so drehen kann und damit ich dann wieder so drehen kann. Jetzt schieben wir das. Hier so drunter. Ich möchte, dass du dich da oben festklebst. Ja, warte, da war es eben. Ja, so ist okay. Hallo? Ja, dann kleb halt so. Wollen wir noch einen? Nee, warte. So. Auch kompliziert hier das Ganze. Okay. Das. Ja, kein Problem. Oh. Huch. So, wartet. Rufi ist hier am Start. Ja? Der Rufi ist am Start. Also ein Mittelding. Dann nicht da unten, nicht da oben. Oh. Wenn der jetzt loslässt, ne? Warte, wenn wir jetzt... Ah, das sieht gut aus. Nee, du solltest... Komm erstmal näher, bitte. So. Den jetzt von hier noch stützen, ja? So, jetzt lass mal los.
Ah, du bist. Danke für deine Hilfe kürzlich. Ich hatte alle Hände voll, damit zu tun, Direktor Doomstar. Ich meine natürlich, ein Schild hier anzubringen. Oh je, aber wer stellt jetzt all die anderen Schilder auf? Was soll ich denn machen? Ja, lass einfach mal los. Ach was, du willst es auch mal stützen hier? Das hat sich nicht einen Millimeter bewegt. Großartig, es steht von allein, ganz ohne ihn zu stützen. Das ist ja genial. Wieso ist mir das noch nicht eingefallen? Oh, jetzt kann ich das ja richtig festmachen. Warte mal. So, hier noch und da noch und... Ah! Irgendwas ist umgefallen. Hinter mir. Oh Gott. Ja? Meine Zelda-Bücher sind umgefallen. Beim Zelda-Spielen. Soll das ein Zeichen sein? Hilfe. Sind einfach im Regal so puff umgefallen. Die stehen da seit Monaten, Jahren. Naja, gut. Alles fertig. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Ja, als Dankeschön. Rubinchen. Außerdem musst du nach all der Arbeit doch hungrig sein. Hier, guck mal. Agile Fleischreisbällchen. Mach dich beim Schwimmen schneller. Mit süß-scharfem Fleisch gefüllte herzhafte Reisbällchen, die ordentlich satt machen. Ach ja, eigentlich bin ich dir zu noch größerem Dank verpflichtet. Das hier stammt aus meiner ganz persönlichen Sammlung. Ihr Knospe? Der intensive Duft dieser Blume kann so starke Verwirrungen hervorrufen, dass du vorübergehend nicht in der Lage bist, Feind von Verbündeten zu unterscheiden? Wäre für die Gegner sehr interessant, ne? Dann würden die sich gegenseitig bekämpfen. Jetzt kann ich endlich auch andernorts wieder Schilder aufstellen. Gut, dann bin ich mal weg. Entschuldigung, wenn das jetzt hier raschelt und knackt, aber mein Kabel nervt mich gerade. So, wo wollte ich hin? Zum Turm. Turm ist da. So, komm, Tulin. Weiterklettern. Wir umgehen mal den Schmodder, der nervt mich nämlich auch. Möchte ich mir ja gar nicht vorstellen, wie nervig der für die Sucher sein muss, ne? Wenn ich den schon nervig finde. Wir sind viel zu hoch. Wo ist der Eingang? Turm im Sorana Hochland. Okay, doch. Aber das ist ja easy. Fertig. Okay. Oh, wir müssen noch mal gucken, ob wir auch wieder schöne Himmelsinseln besuchen können da oben, ne? Aber erstmal Karte aufdecken. Yippie. Aber es knackt da hinten. Alter, die fallen immer weiter um die Bücher. Die werden gerade noch so ein bisschen gestützt von meinen Figuren. Link verteidigt die Bücher mit seinem Bogen. Ganz erfolgreich. Aber ich glaube, er wird bald aufgeben und aus dem Regal fallen. Muss ich mich gleich mal drum kümmern. Eben die Datenübertragung abwarten hier. Sehr gut. Oh, ist das ganze Grüne der Schmodder? Ja, ne? Man sieht richtig gut auf der Karte. Da, wo das gelbe Lichtchen leuchtet, da steht ja Sidon und versucht, den Berg zu bereinigen oder das Wasser zu reinigen. Und man sieht, wie das gereinigte Wasser nur von der Ecke kommt und alles andere ist verseucht. Krass. Ja, und das ist halt wahrscheinlich die Probleminsel, von der aus der ganze Schmuck runterkommt. Okay. Aber wir haben hier unter uns direkt was, auf dem ich gerne landen wollen würde. Das ist eine Kugel. Nee, auf der will ich erstmal nicht landen.
Da ist ein Schrein drin. Ich will auf der Kugel landen. Nein! 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 Halt dich fest, Link. Oh, Profi wieder am Start. Oh. Och, Link, du Idiot. Jetzt werde ich auch noch attackiert hier. Ja gut, dann nicht. Ich meine, wir könnten vom Turm aus nochmal direkt wieder hoch, aber... Dann hebe ich mir den Himmel für wann anders auf. Was ist das für eine Burg? Das ist ja nicht das Schloss. What? Heck gelandet. Ich wollte den Totosee suchen. Da ist der Totosee. Da wollen wir hin. Da. Okay. Auf zu schleichen. Wir haben uns entdeckt. Was ist das hier? Eine Truhe. Ich nicht nehmen kann. Oh Gott. Und die sind mit einem Schuss K.O. Soll ja nicht so schwer sein hier. Tulin, hast du dich um den anderen gekümmert? Ah. Sehr gut. Jetzt ist die Frage, sollte ich das so machen? Anscheinend ja. Oder hätte man die auch mit der Hand rausziehen können? Starke Sonanium-Lanze. Widerstandsfähige Lanze der Sonau. Ist 6 stark. Will ich jetzt lieber eine Lanze anstatt ein Zweihänder? Ja, ne? Und die ist ja gleich stark. Also von daher tauschen wir das mal aus. Da sind noch Wasserfrüchte. Die sind gerade sehr wichtig. Oh, ich erinnere mich an diese Stelle hier. Oh, falls ihr das, Breath of the Wild Let's Play gesehen habt, hier, genau hier war das, wo irgendwie 3 Wächter oder so auf diesen Hügeln waren und man musste diese Wächter doch kaputt machen. Für irgendeine Aufgabe. Die waren ätzend. Wahrscheinlich da, wo der Schmuck runterkommt, ne? Da sind nochmal Früchte. Perfekt. Da ist der See. So, wo haben wir den Kollegen? Ja, ich muss erst... Ich bin erleuchtet. Da steht jemand. Oh. Wieso hüpfe ich immer? Das finde ich selber anstrengend. Guten Tag. Das ist anscheinend nicht die Person, mit der ich reden soll. Dumm, ja. Oh je. Ich verstehe diesen Gelehrten nicht so richtig. Kann er beim Forschen nicht etwas vorsichtiger sein? Ja. Hat mich jemand bei meinem kleinen Selbstgespräch belauscht? Also bitte nicht falsch verstehen. Diato sagt, es wäre für die Untersuchung und fast dabei alle möglichen gefährlichen Sachen an. Als seine Wache macht mich das ziemlich nervös. Darum habe ich mich ein wenig beklagt. Ruinen? Also, siehst du das Loch da? Nein, ja. Durch den Kataklysmus wurden die Klippen zerstört und die alten Ruinen kamen zum Vorschein. Und dann leitete Prinz Sidon eine Untersuchung ein.
Das ist das Fachgebiet des Gelehrten Giotto. Daher ist er wirklich begeistert und sieht sich jeden Winkel der Ruine an. Okay, dann gehen wir da mal rein, ne? Danke für die Info. Da ist er. Diese elenden Schwünge, eine Inschrift, die wie stürmische Wogen anmutet. Diese antike Steintafel haben unsere Ahnen vor langer Zeit angefertigt und uns hinterlassen. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches? Tropfen? Wasserbrücke. Tja, verstehe ich nicht. So ein Pech. Der Text ist nur in Fragmenten lesbar. Oh, Link. Verzeih meine Unhöflichkeit, aber ich muss dir unbedingt von meiner großartigen Entdeckung berichten. Dabei handelt es sich ohne Zweifel um eine uralte Steintafel der Sora. Ja, hab ich entdeckt, du. Auf der auch der Himmel erwähnt wird. Allerdings ist die Steintafel stark beschädigt, sodass sie für mich nur sehr wenig Sinn ergibt. Wenn ich doch nur noch ein klein wenig mehr erkennen könnte. Ach, was soll ich jetzt nur tun? Die zerbrochene Stein. Jetzt müssen wir die Stücke suchen. Oh, die könnten doch überall sein. Ich meine, so weit können sie theoretisch nicht weg sein, oder? Hier, fertig. Wir suchen mal. Hinten können wir was hochnehmen. Das ist vielleicht ein Teil davon. Oh. Ich hatte halt erst gedacht, ob vielleicht was im Wasser ist, aber... Ja, das ist ein Stein, den ich an die Seite räumen kann. Ja, da war jetzt nichts hinter. Sehr gut. Das hier sind ja auch noch Ruinenbruchstücke. Sich hier noch was versteckt? Das muss ja eigentlich abgefallen sein, ne? Auf jeden Fall sehr viele Wasserfrüchte, was ich sehr gut finde. Nee. Da sind noch Wasserfrüchte, da sind Gegner, da sind noch Wasserfrüchte. Ich sammle auf jeden Fall mal alle Früchte ein, die ich nehmen kann, weil die brauchen wir hier anscheinend fürs Aufräumen. Da kümmere ich mich vielleicht später drum. Ich würde da gerne mal eben erst nach oben gucken, was es da mit dem Stein auf sich hat. Sind das die Sachen, die ich gesucht habe? Oder ist das die Tafel, vor der er steht? Ich glaube, das sind die Tafelstücke, die ich gesucht habe. Ne? Okay, warte. Ich möchte trotzdem mal eben hier oben gucken, ob hier was ist. Nee. Jetzt hat das nicht mehr so puff gemacht. Eben hat das richtig schön puff gemacht. Okay. Ja, dann fliegen wir da mal hin zurück. Da war doch ein bisschen weit abgekommen, aber ich sag ja, es macht eigentlich mehr Sinn, dass es nah dran ist. Anstatt so weit entfernt. Und die sind definitiv außerhalb vom, vom Dingens. Die sieht man von hier unten aber auch echt kacke.
Muss ich ja sagen. So. Ah, okay, es hängt fest. Es ist festgeschmockt. Na, bleib doch da oben, Link. Und Splash. Guck mal. Ich hab... Aua! Au! Au! Sorry, hab den Rest gefunden. Tada! Die Steintafel. Link, ich bin... Ich weiß nicht mal, wie ich ihn gesprochen habe. Ich bin dir zu Dank verpflichtet. Oh, jetzt kann man... Ja, jetzt ist die Inschrift lesbar. Stelle dich auf das Land des Himmelsfisches und erblicke inmitten schwebender Felsen einen Tropfen. Durchschieße ihn mit dem Symbol des Königs. Dies enthüllt das Versteck der Wasserbrücke, die uns Sora auf dem Himmelsvolk verbindet. Das ist ja umwerfend. Ein Weg in den Himmel, eine Möglichkeit, erhabenste Sphären zu erklimmen. Doch nicht so vorschnell. Schließlich gibt der Text uns zuvor noch allerlei Rätsel auf. Was genau mag mit all den Begriffen gemeint sein? Wie sollen die Schrift durchgeführt werden? Fest steht, dass hier die Rede vom Symbol des Königs ist. Obwohl seine Hoheit König Dorophan mehr dazu weiß, so langsam müsste er von seiner Suche nach dem Ursprung des Schlammes doch wieder ins Dorf zurückgekehrt. Ach so, deswegen saß er da nicht. Okay, den gibt's also noch. Hinweise über den Himmel. Gut, schön. Ach so, muss ich mit dir nochmal reden? Das bedeutet, dass wir dann wahrscheinlich zum Dorf zurückkehren sollen. Um zu berichten, was wir entdeckt haben. Ledermäuschen. Hui. Diese ganze Schmuckkacke, ne? Echt nicht schön. Deswegen möchte ich hier auch wirklich gerne zügig helfen können. König, seid ihr zurück? Boah, was passiert, wenn mir so ein Kackekloß auf den Kopf fällt? Nee, der König ist noch nicht wieder da. Kinder, wo ist der König? Königsschlag, wa? Dorophan, kick, hua! Der König ist knallhart. Oh, nein, ich hab verloren. Blitz, Platz, schlimm, Schlamm. Schlimmer, schlimmer, Schlamm. Ah, schreckliches Monster. Diesmal bist du mir über. Ich muss mich zurückziehen auf ins Geheimhaus. Dort bin ich sicher und... Hm? Oh, hey. Willst du was? Wir haben schon genug Leute zum Ich bin König Dorophan spielen. Keiner kann mehr mitmachen. Und du machst unser Spiel voll kaputt. Geh sofort weg, sonst verbannt dich der König, jawohl. Okay, ich wollte ja nur wissen, ob ihr vielleicht wisst, wo der König ist. Geheimnis. Wo guckst du hin? Was? Die Kinder scheinen viel Spaß mit ihrem geheimen Spiel im Thronsaal zu haben. Sie versuchen, König Dorophan nachzumachen. Ich würde ja nur zu gerne wissen, worüber sie sich unterhalten. Sie machen ihn nach? Ja, aber sie sagen, es wäre alles geheim und lassen keine Erwachsenen in ihre Nähe. König Dorophan persönlich soll ihnen aufgetragen haben, alles geheim zu halten. Was das wohl für ein Geheimnis ist? Ich meine, wenn es das Geheimnis von König Dorophan ist, sollte Prinz Sidon doch davon erfahren. Das ist doch eine gute Ausrede. Ein guter Grund, um sie zu belauschen. Dann könnte ich zu Prinz Sidon gehen und ihm davon erzählen.
Aber wenn ich versuche, mich hineinzuschleichen, bemerken sie mich. Sie haben sogar Letogan rausgeworfen, als er den Thronsaal putzen wollte. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, ihnen aus dem Verborgenen zuzuhören? Bestimmt. Hallo, das ist ein 1er Wasserfall hier. Okay, den kann ich nicht hoch. Dann nehme ich den Wasserfall. Oh. Okay. Ich kann mir irgendwo von hier oben lauschen. Oder von hinten. Versuch mal auf die Rückseite zu kommen. Oder... Ups, nein, ich wollte runter. Jedenfalls sind wir jetzt hinter den Kids. Nur trigger ich noch nichts. Zuhören. Habe die Heldentat vollbracht. Bra! Aber der klebrige Schlamm hat mich erwischt. Was tue ich nun? König Dorefan zettert euer Zeben, zwimmt in euer Zest. Hey, so redet Muso doch gar nicht. Mach's gefällig richtig. Wieso muss ich überhaupt Muso und das böse Ungeheuer zugleich spielen? Das ist doof. Hey, sag mal, wie hieß das nochmal, wo König Dorefan sich versteckt? Also, ich weiß das noch. Seine Hoheit hat's mir ja persönlich gesagt, weil ich so wichtig bin. Und das hieß? Das hieß... Irgendwas mit Krawall? Kristall? Kristallwasserpalast? Kristallwasser. Ui, das klingt schön. Ob das vielleicht irgendwo ist, wo besonders klares Wasser fließt? Dabei ist das ganze Wasser im Umfeld des Dorfes ja zum größten Teil mit Schlamm verdreckt. Oh ja, irgendwo zwischen dem Donnerhorn und dem Dorf soll es noch eine Stelle mit klarem Wasser geben. Und es soll da auch einen Geheimeingang geben, der hinter einem Wasserfall verborgen ist. Super geheim und super aufregend. Also ein Geheimgang hinter einem Wasserfall? Ui, das ist aber wirklich aufregend. Und ob? Aber wenn man weiß, wo man anfangen muss, ist es gar nicht... Darüber dürfen wir doch gar nicht sprechen. Muso hat uns doch 100 Mal gesagt, kein Wort über das Versteck, kein Wort zu keinem. Sei doch kein Frosch. Hört doch eh keiner zu hier. Höchstens Fischlein im Wasser. Gut, dann wieder von vorn. Ich bin wieder der König. Und ihr zwei seid diesmal... schon wieder? Ich will was anderes spielen. Okay. Alles klar. Danke, Kinder. Kinder sind so doof manchmal. Okay.
das kann dann ja nur irgendwo hier sein. Weil das ist die einzige klare Wasserstelle hinter einem Wasserfall. Also da, da, da. Das sind so die Möglichkeiten, wo wir jetzt in den See reinkommen. Vielleicht auch noch an dem Lulusee. Zwischen Donnerhorn und hier. Also müssen wir diese Riege hier einmal absuchen. Nach einem Versteck. Das sollte ja machbar sein. Aber ich sehe gerade, dass wir uns dem Versteck erst in der nächsten Folge widmen werden, denn 30 Minuten sind schon wieder erreicht. Wir haben einiges erlebt, einiges erfahren und gucken dann mal, ob wir den König finden können. Ich hoffe, wir müssen den jetzt auch direkt suchen und nicht erst noch mit Sidon oder so darüber sprechen, sondern können da jetzt einfach aufbrechen und suchen. Weil das wäre so das, was ich jetzt am sinnvollsten erachten würde. Ich bedanke mich dann aber an dieser Stelle fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.